Willkommen beim Erzählen in Burbach. Heute will ich mit euch zusammen mal den M1 BMW Procar Hockenheim 79 fertigstellen. Ich habe schon ein bisschen was gemacht. Hier das Diorama in der Box. Die Marlboro-Schriftzüge, die anderen Felgen. Also wir haben ja so ein bisschen angepasst. Und zwei Sachen will ich mit euch jetzt noch machen. Also erstens, gute Sitzenfahrer drin, aber ich hätte gerne Niki Lauda, der neben seinem Auto steht. Und dafür habe ich von MG Modellbau mir eine Figur gekauft. Die ist jetzt relativ neu im Sortiment. Und zwar ist es halt echt zufällig Niki Lauda. Und zwar er hier, den gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal vor dem Unfall, einmal nach dem Unfall. Hier müsste der sein vor dem Unfall, weil noch viele Haare. Und ein bisschen jüngeres Gesicht. Und das ist der nach 79, 76 war das, glaube ich. Mit weniger Haaren und allem. Deswegen werde ich den nehmen, weil das ist ja Hockenheim 79. Wo ich den hinstelle, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ich habe mir gedacht, ich verpasse ihm den roten Rennoverall. Ja, den malen wir gleich mal an. Also muss ich gucken, hier, da haben wir noch paar Rückstände vom Resin, das müssen wir noch mit dem Messerchen wegmachen. Diese Figur muss man immer so ein ganz kleines bisschen nacharbeiten. Dann malen wir den an. Aber was wir jetzt als erstes machen, ist den guten BMW mal tiefer legen. Und zwar machen wir das jetzt folgendermaßen. Also ihr könnt diese Tieferlegungsmaßnahme grundsätzlich auch für ein Fahrzeug machen, was ihr im Rennen benutzen wollt. Hinterher wird aber ja ein Standmodell werden, bleiben, wie auch immer. Und deswegen ist das in dem Fall eigentlich ziemlich egal, wie ihr das macht. Oder ob der nachher noch schleift oder wie auch immer. Ja. Ich mache den jetzt schön tief, so wie der mir gefällt. Weil, wenn wir jetzt mal gucken. Also hier zwischen Radkasten und Reifen ist ja noch massig Platz. Und auch hier hinten ist massig Platz. Und da machen wir doch einfach mal die Tieferlegung. Und für alle die, die nicht wissen, wie man Carrera-Auto tiefer legt, zumindest die 124, ist das ganz easy. Ihr schraubt die Karosserie auf, das habe ich schon mal vorbereitet. Schon pützmäßig. Und dann legen wir Vorder- und Hinterachse tiefer. Was wollen wir dafür machen? Wir müssen erstmal hier die Schrauben entfernen, damit wir die beiden Teile rausnehmen können. So, jetzt haben wir die Schrauben raus. Und was jetzt kommt, ist auf den ersten Blick irgendwie unlogisch. Und zwar, wir wollen den tiefer legen, aber wir legen den eigentlich jetzt erstmal höher. Und das geht folgendermaßen. Wir nehmen hier hinten die Antriebseinheit mal raus, damit man das sieht. So. Hier ist uns gerade irgendwas mit Magnet. Der kann nicht auch. Sogar keine Magneten aufgenommen, da kommst du wieder rein. Und zwar hier an diesen Verbindungen quasi, wo die Schrauben reinkommen, da machen wir Distanzscheiben drauf. Also ich habe jetzt welche aus meinem EC-Bereich genommen, wo man Schraubensets, die passen ganz gut. Ich habe aber keine Ahnung, wie hoch die sind, müssen wir ausprobieren. Ihr nehmt die also und legt die einfach dazwischen. So, das hat natürlich den Effekt, wenn wir jetzt hier die Karosserie haben, wir hatten jetzt übertrieben, woher hier der Draht, alles andere bleibt ja gleich, aber der Draht, oh, sieht ja gar nicht, also übertrieben, wir hatten, der jetzt selber zählt, so. So hier der Draht übertrieben und jetzt kommt der Draht hier einfach höher, Karosserie bleibt ja da, Draht kommt höher und damit wird der tiefer gelegt. Deswegen bin ich mir nicht sicher für den Renneinsatz. Also der ist natürlich, ist der tiefer. Aber die Reifen sind vom Chassis her höher. Wie vorher. Also das ist kein tiefer Legen im eigentlichen Sinne, wie man das beim Auto machen würde. Der ist einfach ein Denkfehler. Aber außen, er sieht besser aus. Und außen will ich kein Rennfahren, soll er nur schön aussehen. Ja? Also ihr müsst da ein bisschen mit rumspielen. Das mache ich nämlich jetzt auch erstmal. Ich nehme jetzt erstmal jeweils so eine Scheibe, pack die mal da drunter und guck mir dann an, wie er aussieht. So, jetzt haben wir die Distanzscheiben drunter und die Schrauben auch wieder drin. Also das ist natürlich ein bisschen fummelig,
weil dann müssen sie da drauflegen. Dann die Antriebseinheit da drauf und dann dürfen die natürlich nicht verrutschen. Also man könnte die wahrscheinlich auch mit einem Kleber ein bisschen, kleinen Klebepunkt fixieren. Geht aber auch ein bisschen Geduld auch so. Ihr könnt das auch vorne machen, da habe ich das ja auch genauso gemacht. Ist natürlich für Trennen jetzt nicht unbedingt optimal, weil die Achse jetzt natürlich viel mehr Spiel hat, ja, weil die nicht hier oben mehr früh genug festgedrückt wird. Dafür kann aber, wenn er steht, nach oben. Und dann kommt ja der Effekt, den wir haben wollen, und den schauen wir uns jetzt mal zusammen an. So, und ich würde sagen, das ist doch das perfekte Ergebnis, ja. Also wir haben tatsächlich hier noch ein bisschen Platz zwischen Karosserie und Reifen und vorne auch, aber es sieht richtig geil aus. Er ist richtig fett tief, gefällt mir richtig gut. Und das Praktische ist, er kann tatsächlich noch fahren, ja. Also hängt zwar auf den Schleifern, aber wir haben hier noch Platz. Also man sieht es jetzt nicht, aber wenn ich drunter gucke, habe ich noch Platz. Allerdings, ob er jetzt wirklich auf der Bahn noch fahren kann, ich weiß es nicht. Aber er soll ja für mich nur ein Standmodell werden. Und das sieht schon mal verschärft geil aus. Jetzt muss ich mir nur noch Gedanken machen, wie ich den vernünftig in die Box kriege. Weil, wenn ich den jetzt wieder da drauf stelle, diese Standardbox, sieht das ja eher scheiße aus. Also eigentlich muss der mehr oder weniger so hier stehen. Ja, damit man auch sieht, wie schön tief der ist. Also vorne ist der mir sogar, vorne hätte man sogar noch einen Ticken tiefer machen können. Kann aber auch sein, dass er jetzt da, ja, der steht da auf, genau. Der steht hier vorne auf diesen Dingens auf. Und deswegen sieht es so komisch aus. Deswegen macht das auch überhaupt keinen Sinn, den jetzt hier auf diese dämliche Platte zu stellen. Ja, weil dann steht er wieder in der Luft. In dem Fall will ich aber nicht, dass er in der Luft steht. Wobei man sagen muss, hinten ist es jetzt egal, ist er ja sowieso so tief. Vorne jetzt natürlich nicht, weil er entlastet ist und dann runterfällt. Er braucht natürlich vorne ein bisschen Druck. Naja, da mache ich mir noch Gedanken zu. Ja, ich muss ja eh die Figur jetzt mal anmalen. So, für euch im Video, für mich ein paar Tage später. Und zwar, ihr seht, er ist und bleibt extrem tief. So, was habe ich gemacht? Ich habe das gemacht, was ich eben schon gesagt habe. Also, ich habe dieses komische Teil zum Fixieren weggemacht. Habe den einfach so festgeschraubt, also er ist fest. Und habe vorne, da wo dieser Leitkiel reinkommt, diese Erhöhung ist, die habe ich einfach abgeschnitten. Cuttermesser, weg damit. Ja, und jetzt sieht er so aus, wie ich mir das vorgestellt hatte. Richtig geil tief und man sieht es auch. Ja. So, wie es sein sollte. So, und jetzt kommen wir noch zu dem Niki Lauda vom MG Modellbau. Ihr wisst, meine malerischen Fähigkeiten sehen eher rudimentär, aber er hat seinen roten Rennanzug gekriegt. Man sieht, von hier finde ich, sieht er am ehesten wie Niki Lauda aus, wenn er überhaupt irgendwie Niki Lauda aussehen sollte. Aber es sieht halt im Gesamten ganz schick aus. Das ist meine Interpretation von dem BMW M1 Procar Nummer 5 Hockenheim Niki Lauda mit Marlboro und mit Niki Lauda. Schreibt einfach mal in die Comments, wie ihr das findet. Bis dahin, euer C.T. Burbach. Ciao, tschüss.